Hamburg. Ich bin übrigens Tanja, vielleicht kennt ihr mich von dem Bremerhaven-Korps. Das ist ein Original-U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Und Typen dieses U-Boots revolutionierten den U-Boot-Bau weltweit. Warum? Das erfahrt ihr heute. Kommt mit! Heute sind wir hier mit Klaus verabredet. Ich glaube, da steht er schon. Lass uns mal schauen. Moin! Hallo Tanja, freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Dann wollen wir mal zum Boot, ne? Ja. Klaus, seit wann bist du hier tätig? Ich bin jetzt 6 Jahre hier, Geschäftsführer des U-Boots. Okay, und was gehört alles zu deinen Aufgaben? Naja, also ich bin für den organisatorischen Bereich zuständig, Personal. Wir haben ja hier auch einige Mitarbeiter, die an der Kasse sitzen und so weiter. Und auch für sozusagen alles, was so da zugehört, Presse und Werbung und... Ganz schön umfangreich. Ja, rundum. Aber es ist das ja auch ein spannendes Boot. Ja, das ist es wirklich. Was werden wir denn heute alles sehen? Also, wir werden gleich meinen Kollegen Jörg treffen. Ja. Der ist der technische Leiter hier im Boot. Und wir zeigen das Boot von innen und auch gerne von außen. Super. Damit die Zuschauer mal einen Eindruck bekommen, was sie überhaupt hier sehen können. Denn letztendlich können sie das gesamte Boot sehen, außer dem Turm. Weil im Turm ist es doch zu eng und der Aufstieg dazu zu gefährlich. Versicherungstechnisch ist es gar nicht möglich, aber wir haben im Boot auch Kameras installiert, die da auch noch Einblicke geben. Klasse. Also ein U-Boot mitten in der Stadt ist ja sowieso schon ein Highlight. Ja. Aber dann lass uns mal schauen, ich bin gespannt. Ja, gerne. Ja, hier schon der Eingang des U-Boots. Da steht auch mein Kollege Jörg, unser technischer Leiter. Dann gehen wir rein. Ja. Hallo Jörg, was sind deine Aufgaben hier an Bord? Ja, ich betreue hier die Technik. Seit 1984 begleite ich dieses Technikmuseum hier an diesem Liegeplatz und versuche alles so weit Menschenmögliche, dass es intakt bleibt und für den Besucher attraktiv dargestellt werden kann. Da kannst du uns bestimmt viel erzählen, oder? Ja, da könnte man beinahe ein Buch drüber schreiben, was wir hier schon alles erlebt haben. Wir sind ja eben schon das ganze U-Boot abgelaufen. Wie lang ist es denn eigentlich? Es ist fast 77 Meter lang. Wow. Das ist schon ein ganzes Ende. Nicht? Ja. Und wann wurde sie, wo habt ihr sie her? Sie wurde geborgen, oder? Ja, das hat sich ja selbst versenkt, dieses U-Boot, zum Ende des Krieges und ist dann im Zuge der Wiederbewaffnung der Bundesmarine gehoben worden und als Erprobungsträger für die neu zu schaffende U-Boot-Waffe aufgebaut worden. Okay, aber als es selbst versenkt wurde, oder da wurden keine Menschen verletzt? Nein, oder so, die haben sich ja selbst versenkt. Zu Ende des Krieges war der Krieg für die zu Ende und sind alle heil von Bord gegangen und haben sich ja in der Flensburger Förde versenkt. Mhm. Es gab damals so die Aktion Regenbogen, so wurde das genannt. Ja. Da hieß es dann, kein Material in Feindeshand. Ja. Und deswegen hat man das gemacht. Ne? Man hat das Boot versenkt, ist vorher ausgestiegen, hat das Boot versenkt. Ja, das war in diesem Bereich so. Obwohl eigentlich ja gesagt wurde, es sollte nicht geschehen, aber man hat sich nicht dran gehalten und hat es dann trotzdem. Und wie lange hat die Bergung gedauert? Das hat, bis wieder Instandsetzung, hat es 2 Jahre gedauert. Und ist dann aber auch schon im Hinblick auf die neue U-Boot-Waffe so umgebaut worden bei dieser Wiederinstandsetzung, damit man die neuen Dinge für die neue Waffe hier erproben konnte drauf. Mhm. Das ist ja kein Kriegsfahrzeug in dem Sinne, sondern ein reiner Erprobungsträger gewesen. Und als sie dann außer Dienst gestellt wurde, kam sie hier zu uns nach Bremerhaven? Nein, das ist erst außer Dienst gestellt worden, ist dann nach 2 Jahren nochmal reaktiviert worden wieder für Bundesamt für Wehrtechnik und das eine zivile Besatzung gefahren drauf. Okay. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass es nicht mehr erforderlich war und dann ist es eingemottet worden und dann haben wir es
1983, 84 hier als Technikmuseum erstanden. Dann bin ich gespannt, was ihr uns alles zeigt an Bord. Ja, wir gehen gleich durchs Boot, ihr werdet Augen machen. Jörg, dann können wir ja hier schon mal anfangen. Ich sehe vor mir hier schon vier Rohre. Was ist denn das? Das sind vier Torpedorohre. Ursprünglich waren es sechs an der Zahl, aber die Bundesmarine brauchte nur vier davon für die neu zu entwickelnden Elektrotorpedos, die ferngesteuert waren mit Draht. Dafür nur noch vier erforderlich. Okay. Und hier, von diesem Kaliber hier, wurden 20 Torpedos hier vorne in diesem Raum gelagert. Es ging hier noch weiter runter. Und das waren so Schnellladevorrichtungen. Mithilfe dieser Vorrichtung konnte man innerhalb von 20 Minuten sechs Torpedos nachladen. Wow, aber wie kommt denn so ein Riesending hier an Bord? Das geschieht oben durch das Lug an Oberdeck. Können wir das sehen? Ja. Hier oben durch dieses Lug wurden die Torpedos hier schräg reingeholt, mussten natürlich auch mit Mannkraft und mit Kettenzügen dann in ihre Halterung ringsherum eingelagert werden. Beeindruckend. Ja, Tanja, dann lass uns mal zum Batterieraum gehen. Ich bin gespannt. Ja. Oha, hier ist ja schon die erste Hürde. Damit man auch sieht, was sich unten im Boot befindet, da sind nämlich die Batterieräume. Okay. Haben wir hier einen Ausschnitt gemacht, auch im Boden, und eine Glaswand davor gesetzt, damit es keine Gefahr gibt für die Besucher. Ja. Und jetzt als Neuestes haben wir, damit man den besseren Eindruck noch bekommt, eine Kamera installiert, die sich schwenken lässt. Ach. Und wenn man hier jetzt rangeht, kann man die Kamera nach links und rechts schwenken, damit man Einblick hat über diese Weite des Raumes, aber auch nach oben und unten. Jetzt mache ich es gerade mal nach unten, damit man richtig in die Tiefe guckt. Guck mal, wie weit das da runter geht. Wow, das ist aber wirklich noch mal tief. Ja, das vermutet man von Meter, außen gar sechs nicht. Sechs Meter. Und da sind einige Batterien, ne, die bei Schleichfahrt genutzt werden, damit das Boot keine Geräusche von sich gibt. Ah, okay. Sonst konnte man geortet werden so von ist anderen es. So ist es. Booten, ne? Mensch, Jörg, jetzt haben wir ja schon eine Menge gesehen. Wir sind an der Offiziersmesse vorbei. Ich habe hier eine Kammer gesehen. Magst du mir hier noch mal zeigen, was es noch alles gibt an Bord? Das ist unser Standort. Ja. Und dieser vordere Bereich hier, die Offizierswohnräume, wo der LI, Kapitän, wo auch die Funkbude ist und die Offizierswohnräume, da befinden wir uns. Und das ist hier vorne. Ja. Es gibt einen hinteren Bereich noch für die Unteroffiziers. Wohnräume, wo die Portopis gewohnt haben. Ich vermute mal, das wird dann immer kleiner und spartanischer nach hinten, oder? Ja, im Prinzip ist das so, leider. Das hat noch ein bisschen was mit Rangfolge zu tun. Spannend. Ich hatte den Eindruck, es sind gar nicht 58 Kojen da. Es sind doch 58 Mann Besatzung gewesen. Ja, das ist richtig. Aber wo will man 58 Besatzungsmitglieder unterbringen? Und es gibt eben durch die Räumlichkeit gegeben nur die Hälfte an Kojen, sodass dieser Kojenwechsel Bestandteil der Mannschaft hier ist. Es wird ständig gewechselt. Es das gibt heißt, ich habe keine eigene Koje für mich? Nein, das ist nur der Kapitän, der LI, die ihre eigene Koje hier vorfinden. Alle anderen müssen sich die teilen. Und wer Glück hat, erwischt auch mal eine kalte Koje, weil es im 4-Stunden-Takt ja Wachwechsel gibt, sodass immer ein Viertel unterwegs ist. Und höchstens, wenn Alarm ist, müssen ja alle an Deck. Also Privatsphäre gibt es hier definitiv nicht. Die kann es in diesem engen Raum sowieso nicht geben. Nee, also das ist schon bitter, ja. Da wurde viel verlangt. Ja. Ja, hier sieht man es ja auch ein bisschen. Ja, ne? Und das sind die Mannschaften, die da sind in den Räumlichkeiten, sind drei Kojen übereinander, bei den Offizieren zwei. Da ist schon ein bisschen komfortabler die Situation, aber es ist eben alles eng. U-Boot einfach. Wo sind wir denn jetzt hier? Ja, wir befinden uns direkt unter dem Turm. Hier ist der Einstieg zum Turm. Der ist nur so eng und schmal, dass wir auch keine Leute rauflassen können. Nee, die also, stecken ja auch fest. Die stecken Umständen. Teilweise fest oder fallen runter und sind dann oben und vielleicht haben sie dann irgendwie Platzangst und dann kriegst du nicht mehr raus. Aber um einen Einblick zu gewähren, was da oben eigentlich ist, und das ist nämlich noch weitgehend im Originalzustand, dieser Raum, haben wir da eine Kamera installieren lassen, den Kommandostand. Mhm. Und auch die ist schwenkbar, sodass man den Eindruck
bekommt, wie der Raum auch wirklich noch ausgestattet ist und wie er beschaffen ist. Das ist ja klasse, da muss ich mir ja gar nicht die Mühe machen, da hochzukraxeln. Toll. Und wo sind wir jetzt hier? Ja, hier befinden wir uns am Periskop, am Seerohr. Ach. Da hat man früher halt beobachtet, was oberhalb der Wasserlinie so los ist. Und leider ist die Optik da nicht mehr intakt und lässt sich auch nicht reparieren. Aber um den Eindruck zu erwecken oder zu schaffen, wie man das früher alles gesehen hat, haben wir hier eine Kamera installiert, und zwar oben am Seerohr. Die lässt sich schwenken, sodass man eben das sehen kann, was man früher auch gesehen hat. Das sind auch Live-Bilder, die jetzt zu sehen sind. Das ist irgendwie kein Film oder sonstiges. Das ist ja super. Sondern man hat wirklich den Rundumblick hier. Rundumblick über den ganzen Hafen. So ist es. Klasse. Ja, sag mal, was entdecke ich da? Ist das etwa die Kombüse? Ja, du betrittst gerade die Kombüse. Hier war früher mal eine Trennwand mit einer Tür. Und hier wurde gekocht. Aber der hat hier für 58 Mann Besatzung gekocht? Ja. Das war alles? Der musste sich drehen und wenden. Und die Vorräte, die er dazu bräuchte, die hingen hier unten. Da ist ein Einstieg in den unteren Bereich, und da hat er sich die hochgeholt. Ach. Hier ist diese Luke dafür, und da ist auch der Hilfsmaschinenraum und Pumpenraum. Okay. Und da ist es auch nicht zumutbar, dass die Leute da reingehen. Ja. Und ich hole mir hier schon fast den Kopf. Deswegen haben wir hier auch eine Kamera installiert, unten in diesem Raum, die man auch schwenken kann, damit man sehen kann, wie die Pumpen damals bedient wurden. Das ist ja wirklich super gelöst, aber ich glaube, irgendjemand hat eure Würste aufgegessen. Die hängen da nicht mehr. Die zeigen wir noch nicht. So. So weit schwenkt die Kamera nicht. Wirklich exklusiv. Das ist ja was die Besucher sonst nicht sehen. Ich bin jetzt von der Kombüse hier hochgekrabbelt in den Turm. Leider kann ich hier nicht so elegant aussteigen, aber ich gebe mein Bestes. Ja. Und wir sind immer noch. Und es geht immer noch eins höher, genau. Ach, komm hoch, Tanja. Hier sind wir beim Ausguck im Turm und haben den besten Platz, um hier die schöne Landschaft zu besichtigen. Das ist ja fantastisch. Ja, hier kannst du raufsteigen, genau. Und dann. Wahnsinn! Und da hat man als Beobachter, und auch so jetzt haben wir natürlich den besten Platz. Und vor allen Dingen bei schönem Wetter ist das ja gerade das Beste. Nee? Heute ist es schön, ja, aber wir standen hier auch unter Beschuss dann, ne? Ja, und auch bei Regen und Sturm. Nicht? Also ganz so einfach war es denn auch nicht. Und wenn man dann noch Seegang hat, nicht, das ist alles nicht so einfach. Ja, schwere Arbeit. Ja. Ja, spazieren waren das nicht, keine Spazierfahrten. Nicht? Ja, Jörg, da hast du uns ja das Beste nicht? Bis zum Schluss aufgehoben. Ja, genau. Ne? Und das ist der Platz vom Kommandanten mit seinem Zielfernrohr. Der hatte natürlich den besonderen Platz. Davor ist die Flak, die geöffneten Luken, nicht? Da wo der Richtschütze drin sitzt. Ja. Toll. Und wenn man hier oben steht, sieht man auch, was das Boot für eine Länge hat. Jetzt könnte man das Vorschiff und dann auch ein bisschen nach achter und runter guckt. Also das ist schon gewaltig. Das sind ja fast 80 Meter. Da muss man schon richtig laufen. Ja, stimmt.
Da ist ja schon wieder die nächste Luke. Ja, das ist eigentlich nicht die richtige Bezeichnung. Weißt du nicht, wie das richtig heißt? Puh, da bin ich überfragt. Da muss ich mal unsere Zuschauer fragen. Wisst ihr die Antwort? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Wow! Und wohin kommen wir jetzt? Was sehen wir hier? Jetzt sind wir im Dieselraum. Im Dieselraum und im Generatorraum. Die Diesel, die für die Überwasserfahrt erforderlich sind, für den Antrieb, Vortrieb. Und gleichzeitig bei Schnorchelfahrt kann man mithilfe dieser Diesel und der Generatoren, die hier direkt angeflanscht sind, den Strom erzeugen für die Akkus. Okay, spannend. Und wo befinden wir uns jetzt, Jörg? Was macht man hier? Ja, Tanja, hier sind wir im E-Maschinenraum und wir sitzen jeweils an dem gehörigen Backbord-Steuerbord-Regler für die E-Maschine. Mhm. Diese E-Maschine, die wir mit Strom versorgen von vorne, von den Akkus, die wir gesehen haben, die haben so einen hohen Strom, dass man so große Schränke braucht, um diesen Strom steuern zu können für die Motore. Und man kann mit diesen Motoren richtig Gas geben, aber man kann auch ganz langsam fahren, dass sie ganz wenig Geschwindigkeit haben. Schleichfahrt nennt man das. Und dadurch kann man das U-Boot nicht hören oben von den Verfolgern. Und dafür ist es aber eben unerlässlich, dass man diese großen Regler hat. Ah ja. Und die konnten unabhängig voneinander Backbord, Steuerbord wurde getrennt geregelt. Wir haben ja zwei Schrauben in diesem U-Boot, also Antriebsschrauben. Ja. Die habt ihr ja vorne schon gesehen am Eingang. Mhm. Die wir da nun, der Besucher hätte die ja sonst nicht sehen können unter Wasser. Das wäre schade. Nee? Und so haben wir das damit demonstriert. Und zwei Diesel, zwei E-Maschinen getrennt. Man kann auch beides kombinieren, mit Diesel und E fahren und dadurch noch mehr Power haben. Das wird dann kombiniert. Wie viele Knoten konnte denn das U-Boot machen? 17 Knoten über Wasser und unter Wasser 18 Knoten. Wow. Also es ist schon, und darum hatten sie auch durch diese enorme Anzahl von Akkus, diese Kapazität der Akkus, so eine große Reise. Sie konnten über 500 Seemeilen unter Wasser elektrisch fahren. 500 Seemeilen? Ja, also das sind ja fast 1000 Kilometer, muss man sich vorstellen. Natürlich kostet das immer Strom, Manöver. Nicht? Backbord, Steuerbord, alles kostet Strom dann unter Wasser, aber die Möglichkeit war gegeben. Und gibt es auch eine Begrenzung der Stunden, die sie unter Wasser bleiben konnten? Nein, das nicht. Das war ja das Besondere an diesem U-Boots-Typ, die hatten ja einen Schnorchel. Mhm. Und der Schnorchel guckte oben nur raus und hat die Luft für die Luftversorgung der Diesel eingesogen. Und sie konnten also unter Wasser mit Diesel fahren, Strom erzeugen und auch elektrisch fahren. Hier ist ja schon wieder so eine Luke. Ach nein, du hast ja gesagt, das heißt nicht Luke. Ja. Jetzt ist es vielleicht mal Zeit, die Tüdelkram-Frage aufzulösen. Was hat es damit auf sich und wie heißt es richtig? Das ist ein wasserdichtes Schott, was hier verriegelt wird. Wenn Gefahr im Verzuge ist, ist das U-Boot in mehrere Abteilungen unterteilt. Und sollte durch irgendeinen Schaden, der von außen eingewirkt hat, die Abteilung unter Wasser laufen, dann kann man das verriegeln und die anderen Abteilungen bleiben davon verschont. Das ist also lebenswichtig, damit das U-Boot nicht sinkt wie ein Stein, wenn es einen Wassereinbruch gibt. Ja, sonst würde das ja durchs ganze Boot rauschen, der Wassereinbruch. Und so ist es eben nur eine Abteilung, in Anführungszeichen. Ob es denn hilft, weiß man auch nicht. Tja, wo sind wir denn hier gerade drunter lang gegangen, Jörg? Hier sind wir unter der Kampfschwimmerschleuse durchgegangen. Wir haben dort oben eine Puppe installiert, um zu demonstrieren, dass von diesem U-Boot aus Froschmänner ausgesetzt werden können und natürlich auch wieder reingeholt werden können durch diese Schleuse. Aber wie funktioniert das denn nicht? Die Aufmachung ist doch das Wasser hier drin. Ja, das ist nicht weiter tragisch. Das Wasser wird ja abgeführt in die Bilch, wird wieder abgepumpt. Das ist ja minimal. Das heißt, ich bin da rein, dann wurde das... Wird es zugemacht zum Aussteigen, hier zugemacht und oben aufgemacht, konnte ich so raussteigen. Okay. Und umgekehrt natürlich wieder zurück. Und Kampfschwimmer, das heißt, was hatten die für Aufgaben dann? Was haben die gemacht? Kampfschwimmer konnten in Feindesgebiet ausgesetzt werden, um andere Schiffe unschädlich zu machen, unter Wasser eben anzupirschen.
oder Minen kampfunfähig zu machen und Spione auszusetzen und all diese Dinge. Das sind aber wirklich spezial ausgebildete Menschen ja, gewesen. Das sind ja Spezialkräfte gewesen, natürlich. Und hier, wofür ist dieses Rad? Hier haben wir den Notruderstand. Sollte alles außer Betrieb sein, kein Strom, nichts mehr, keine Hydraulik funktionieren, kann man hier mit Hilfe dieses Rades hinten das Ruder bewegen. Ah, okay. Ja. Dann haben wir hier noch ein Zusatzgerät. In dem, habt ihr vielleicht schon mal von gehört, wurde eine Kartusche reingepackt, rausgestoßen, Bolt nennt sich das. Und da entwickeln sich Blasen draußen, sodass der, der oben horcht und das U-Boot sucht, meint, er hätte das da gefunden. Natürlich, das U-Boot hat das hier ausgestoßen und ist weitergefahren. Aber die Blasen sind da geblieben zur Irritation der obigen Suchmannschaften da. Das ist ja schon alles sehr ausgetüftelt. War alles, kann man so sagen. Jetzt sind wir am Ende unseres Rundgangs, beziehungsweise ein Rundgang ist es gar nicht, Durchgang durch das gesamte Boot. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Es war klasse, total spannend, was man hier alles entdecken kann. Und danke, dass ihr mir so viel gezeigt habt. Da sind sicherlich auch die Zuschauer neugierig und freuen sich dann auf den Besuch bei euch. Ja, schön. Das würde uns freuen. Also für heute sage ich tschüss und tschüss. Bis bald. Bis bald. Geworden seid und das U-Boot Wilhelm Bauer besuchen wollt, dann erreicht ihr es ganz einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln bis zur Bushaltestelle Hafenwelten und von dort sind es nur etwa 400 Meter hierüber. Wenn ihr mit dem Pkw anreist, nutzt die Parkhäuser im Columbus Shopping Center oder unter dem Klimahaus. Also wie auch immer, ihr erreicht das U-Boot Wilhelm Bauer wunderbar und einfach.